Wie ihr euch aber sicherlich denken könnt, ist VW zu der damaligen Zeit ein Staatskonzern und Porsche noch kein eigener Autobauer wie heute, sondern eher so eine Art Berater, der Prototypen in seinem Ingenieursbüro entwickelt und diese dann zur fertigen Produktion an Volkswagen übergibt. Während dieser Zeit ist die Familie Porsche aber natürlich nicht nur mit der Entwicklung von Autos beschäftigt. Ferdinand Porsche hat nämlich zwei Kinder, Luise und Ferry, und hier nimmt das Drama seinen Lauf. Luise heiratet Anton Pirch, einen Anwalt, und sie haben vier Kinder. Einer von ihnen ist unser Protagonist, ein Mann mit einem unbändigen Willen, etwas Großes aufzubauen, der sich von nichts zurückschrecken lässt. Ferdinand Pirch, aber zu dem kommen wir später. Der andere Ferdinand, also der originale Ferdinand Porsche, stirbt 1951. Was er aber sonst so zu Kriegszeiten anstellt, darüber reden wir mal nicht. Er übergibt seinen zwei Kindern jeweils 50% der Porsche-Firmenanteile. Ferry Porsche, der erstgeborene Sohn, übernimmt die Leitung des Unternehmens nach dem Tod seines Vaters.